Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal dieses Prachtstück hier in Form einer Astschere oder einer Baumschere anbringen, denn das muss man montieren an einem Standard Gardena Schnellkupplungsfreund, der hier schon vorliegt. Das hier ist jetzt ein Comfort 130 Stab, der passt, wie ihr seht, auch auf andere Utensilien. Um diesen aber erstmal zu zerlegen, drehen wir einfach hier an dem Rettle, ziehen das alte Komponentchen ab. Also wenn ihr diese Aufnahme in euren Geräten zu Hause habt, dann passt auch dieses hier. Gut, dann kommen wir zur Installation selber. Jetzt haben wir also den Stab auf der rechten Seite oder auf der linken Seite, wenn ihr von links gehen könnt. Und jetzt ziehen wir hier erstmal uns dieses Klettband ab. Zack. Damit ist das Scharnier hier frei. Wir klippen das erstmal hier oben hin und haben hier dann unsere Gardena-Aufnahme. Gut, nice, oder? Super nice. Jetzt seht ihr hier, ist eine Aussparung. Da, seht ihr? Diese ist nämlich für die Schraube gedacht. Das heißt, wir führen jetzt dieses Teil mit der Schraube in Richtung des Klappmechanismus dran. Hier einfach rein, plöpp. Es rastet nichts ein, das ist so schwabbelig drin, ist aber in der Querverstrebung in einem definierten Bereich drehbar. So, und jetzt drehen wir es fest. So, zack. Jetzt ist es schon montiert. Jetzt klappen wir hier unseren Kumpel runter. Und jetzt seht ihr, zack, ist das da drin. Dann, hier, der hat sich schon fast von selbst da drum gelegt. Jetzt supporten wir das noch mit dem Klettfreund. Zack. Und damit haben wir hier schon mal den ersten Satz erledigt. Das heißt, jetzt bleibt uns nur noch hier dieser Schwabbel übrig. Wir können aber schon eine Funktionsprüfung durchführen. So. Und jetzt ziehe ich mal daran. Guck mal, da fällt mir schon das halbe Zeugs auseinander. Wupp. Wupp. So, Funktion ist da. Okay, jetzt aber, so wäre es auch möglich. Ne? Aber wir haben ja hier noch so ein geiles Ding. Ne? So, und dieses geile Ding kommt nämlich jetzt dran. Wir lösen das. Und werden das jetzt mal etwas jetzt hier mit Kordel veraufschlagen. So, so. Ziehen das durch. Jetzt zieht es durch, Leute. Ihr müsst es jetzt echt durchziehen. So, das haben wir schon mal gut hinbekommen. Gut, jetzt haben wir uns hier ein bisschen was übergezogen. Und nun gehen wir hin und bewegen uns auf die andere Seite des Stabes. Hier unten ist der Stab. Hier ist unser Teil. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. So, zack. Und ziehen uns das jetzt so weit heraus, dass wir da nämlich durchkommen. So, da sind wir. Guck mal hier. Und jetzt kann ich das hier hineinfahren. So. Ne? Hey, wow, richtig lang hier alles. So, hier, seht ihr? Das da ist jetzt so lang, dass ich das Teil hier reinfügen kann. Ausgezeichnet. So, wenn wir das getan haben, jetzt hole ich es mal wieder ein Stückchen zurück, können wir das so einstellen mit dem Kabel. Wir ziehen das jetzt so weit hier raus und werden gleichermaßen jetzt mal daran ziehen. So, und ihr seht oben, der Mechanismus bewegt sich. Ne? Da oben seht ihr, schließt sich. Ne? Und jetzt ziehe ich das mal heraus, bis ich es schließen kann. Also bis vorne die Freundin komplett zumacht. Guck mal so, jetzt nähere ich mich immer mehr nach oben. Zack, da. So, jetzt sind wir da. Jetzt kommt es nicht mehr weiter. Das ist der Moment, wo wir jetzt hier die Einrastfunktion nutzen. Das heißt also, wir klemmen hier unseren Kabel ein und haben jetzt die richtige Länge schon eingestellt. Nun haben wir hier die Möglichkeit, dran zu ziehen. Und ihr seht, oben schließt sich es. Cool, oder? Und damit können wir losschnibbeln und unsere Äste bis zur Größe, 36 mm Durchmesser abschnibbeln. Was machen wir mit dem Rest? Hier unten ist ja noch Rest. Den solltet ihr, glaube ich, nicht wegmachen. Ja, also den solltet ihr nicht wegschneiden, denn es gibt ja auch noch längere Stäbe da, ne, auf dem Markt. Ja. Und wenn ihr euch mal entscheidet, zum Beispiel einen längeren Stab zu kaufen, dann könnt ihr das nämlich dort wieder mit anbringen. Des Weiteren könnt ihr auch mit der Einhängefunktion, sprich hier, plöpp, kommt der Ast rein, dann hängt das Ding nach unten und wenn der Ast richtig schön
stabil ist, könnt ihr auch hier am Strippel ziehen. Guck mal, dann ziehe ich am Strippel und ich bin ja viel weiter unten, weil das Ding hängt ja dann da dran und ich ziehe mit dem Strippel und mache das ab. Deshalb solltet ihr das nicht, ihr könnt es abschneiden. Also theoretisch könnte man das jetzt hier abschneiden, macht noch einen Knüller rein und fertig ist das. Ne? Das wäre möglich. Aber das Bessere, finde ich, ist, wenn wir das einfach lassen und wickeln uns das einmal auf und werden das dann nur abziehen bzw. nutzen, wenn es vonnöten ist. Das heißt, wir wickeln uns das jetzt ein bisschen auf hier, so, machen dann hier einen Kabelbinder drum oder wir benutzen hier das andere Ende, um das verknoten zu können. So, zack, hier eine Schlaufe rein und haben dann hier nämlich die Möglichkeit, immer noch später das zu verlängern, ohne dass wir dort großartig was rumbabbeln müssen. Und so können wir das jetzt hier nehmen und zusätzlich Zugpower auswirken. So einfach ist das. Grundfunktion ist natürlich, hier dran zu ziehen, weil hier ist der Griff, besseren Grip. Sekundäre Funktion ist, das hier als Extension zu benutzen und hier am Strippel zu ziehen. Und die Funktion oben ist immer die gleiche. Sie macht so auf den Amboss zu und schneidet uns dann den besagten Ast ab. So bekommt ihr also und euer Gardena-Kombisystem Baumschnibbel-Freund im Amboss mit der Nummer 303 gut zusammengebaut. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.